Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Und willkommen in der wunderschönen Stadt Erbil. Eine Stadt, die ich persönlich auch nicht auf dem Radar hatte oder auch nicht wirklich kannte und sie mich einfach persönlich wirklich umgehauen hat. Einmal am Start. The one and only. Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zum weiteren Video von Randy. Ich mag, wenn du Erbil sagst. Du rollst es eher so. Und zweitens, Emre am Start. Im heutigen Video werden wir in Erbil Döner testen gehen. Haben wir Hunger? Auf jeden Fall, ja. Lüge! Nein, haben wir nicht. Ist ja nicht so, dass wir schon vier Shawarmas gegessen haben. Viel Spaß in diesem Video, let's go! Freunde, ich weiß nicht genau, in welchem Stadtteil oder wo wir uns genau in Erbil befinden, aber hier fliegt auf jeden Fall durch die Stadt eine Gondel, die geht nicht nach oben. Die geht nicht, das ist so ein Seil, ne? Danke. Wir befinden uns bei Big Döner. Man muss schon mal auch sagen, dass es ein Kasten ist, oder? Zwei Stöcke, schwarz, riesig. Das ist eigentlich der größte Laden, den wir bis jetzt so gesehen haben, der Essen anbietet, oder? Ja, also, ja. Ja. Salam. Die Spieße sind auf jeden Fall nicht mehr die größten. Einmal haben wir einen Beef-Spieß wahrscheinlich, oder? Ich nehme an, ja. Und Chicken. Genau. Die Spieße sehen aber auch sehr schwärmig aus, muss man sagen, oder? Ja, stimmt, du hast recht. Aber trotzdem steht oben vor dem Imbiss ein riesen Big-Döner-Schild. Das heißt, wir werden heute den Döner testen und mal schauen, ob der Döner vergleichbar mit dem Deutschen ist. Du Döner? Du Cola. Nee. Döner? Bist du? Fanta? Okay. Was willst du, Bruder? Wasser. Wenn man hier hinschaut, Freunde, sieht man schon ein dönerartiges Sandwich, würde ich mal sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, ihr kennt es, wenn man im Ausland versucht, guten Döner zu finden, ist hin und wieder nicht so einfach. Nostalgia. Boah, diese Strohhelme von früher, gell? Sieht man das? Legendenstrohhelme. Du bist eh sehr nostalgisch, gell? Du liebst diese alten Cups und dieses... Ja, ich weiß schon. Wir haben zwei Döner bestellt und die wollten eigentlich so ein Sandwichbrot mehr geben. Es sieht aus wie ein Baguette-Burger-Bun, so würde ich es nennen. Das ist sehr oft so, ich hatte das in Ägypten auch. Ich finde, ein Döner braucht dieses typisch gebackene Dönerbrot einfach. Geht in die richtige Richtung, richtig? Also wie er so belegt hat, sah schon so ein bisschen dönermäßig aus. Er hat auf jeden Fall... Ich finde es auch gut, das habe ich mir schon öfter gedacht, Salat, Tomaten, Fleisch, vielleicht nochmal Tomaten oder Zwiebeln drüber. Dann hast du das Fleisch in der Mitte. Ich weiß, du bist nicht der Fan davon. Du willst das Fleisch im Gaumen haben, richtig? Nein, wenn du, so wie du es belegst, hast du es ja im Gaumen. Nur die Zwiebeln noch dazwischen. Wow. Very nice. Die wollen flexen mit dem Fleisch, deswegen legen die das hoch. Auch ein Trick. Ja. Das sieht auch sehr, sehr gut aus, das Fleisch, muss man sagen. Bitte schön. It's okay. Thank you. Thank you. So Freunde, der Tisch ist angerichtet und wieder mal sind meine Erwartungen übertroffen. Der Teller ist voll. Wir haben Zwiebeln, wir haben Pommes, wir haben Tomaten, wir haben Salat und nochmal extra Sauergurken oder Essiggurken. Finde ich sehr gut, weil hin und wieder fehlt dir mal etwas im Biss. Du merkst es, kannst du noch ein bisschen nachwerfen. Und was denn? Ja, sehr recht. Ja. Auch bei Burgern ist es nice, wenn sie die Essiggurken noch mal ein bisschen extra geben, weil du weißt selber, in einem Burger sind immer nur zwei Essiggurken. Genau, wenn du denkst, bam, der Biss war nice mit dieser Essiggurke und dann gibt es keine mehr, dann kannst du nachwerfen. Erbil. Erbil. Wir haben einmal einen Chicken-Döner bestellt und einmal einen Beef-Döner. Hast aber du recht? Frage, haben die da Soße reingeballert oder? Stimmt, die haben keine Soße. Ey, no Soße. Die haben keine Soße reingeballert. Soße. Ich frag mal. Mhm, mhm, mhm.
Das Brot, es sieht ein bisschen besser aus, als es wirklich ist. Es ist trotzdem gut. Es ist mir leicht zu keksig und ein bisschen zu dünn. Innen fehlt mir ein bisschen der Teig so. Aber es ist trotzdem lecker vom Geschmack und es schmeckt ein bisschen anders wie normales Dönerbrot. Findest du auch? Mhm. Okay. Das Chicken muss ich... Ja, hat jetzt meine Erwartungen nicht übertroffen, aber trotzdem kann ich sagen, ich habe dieses leichte Dönergefühl, wie ich auch in Deutschland habe. Und es schmeckt gut, das Gemüse ist schön frisch da drin. Die Soße fehlt mir aber, muss ich ganz klar sagen, bei einem Chicken-Döner auf jeden Fall. Beef in inne. Same in it. So ungefähr das Gleiche, würde ich sagen. Das Fleisch ist ein bisschen trocken, nicht das Allerkrasseste so, aber... Ja. Moment. Die Sache ist, es ist so ein... Es schmeckt so ein bisschen nach Shawarma-Fleisch, aber es ist trotzdem so ein halber Hackfleischspieß, was es irgendwie so ein bisschen, ja, allein schon vom Look so ein bisschen unappetitlich macht. Dann brauchst du mindestens eine Soße, dass das Ganze wieder so ein bisschen aufwertet. Wie ist es mit Soße? Ist halt wie Mayo. Also, ja. Yeah. Schwierig. Wenn man das jetzt vergleicht mit Miami, dann hat Miami besser abgeschnitten auf jeden Fall, oder? Ja. Ja. Obwohl der Döner eine Katastrophe war vom Beladen und so, aber da hatte ich noch ein bisschen mehr das Dönergefühl. Genau. Da hat alles ein bisschen mehr überzeugt im Gesamtpaket. Genau, aber wenn ich jetzt wiederum nach New York denke, dann ist der auf jeden Fall wiederum besser als New York. Also so ungefähr dazwischen kann man den einordnen. Ich finde es schon ziemlich nice, dass wir in Deutschland, auch in Österreich oder in Umgebung, schon sehr, sehr guten Döner haben. Und es geht nicht nur um Geschmack. Es geht auch um, wir haben hier sehr gutes Fleisch gegessen. Und das Fleisch ist aber trotzdem jetzt hier nicht der Renner, so, weißt du? Ja, wir hatten vorhin eine Shawarma-Tour. Keine Chance. Ja. Switch that things. Switching in it. Das Fleisch ist einfach, ich muss da ehrlich sein, so, ist nicht on point. In Deutschland gibt es einfach sehr, sehr guten Döner. Man kriegt leicht das Feeling von dem Döner, aber da sind einfach die Hausaufgaben nicht erledigt worden. Der ist ein bisschen besser als der, muss ich sagen. Ja. Und das ist eigentlich, es sollte eigentlich umgekehrt sein. Ja. Trotzdem finde ich es nice, du kriegst die Zwiebeln, du kriegst den Salat, du kriegst Essiggurken dazu. Also du kannst den Döner wirklich nochmal aufmachen, Sachen reinpacken oder einfach mit einer Gabel so mitessen. Oder mit den Händen, in dem Fall. Ja. Das Beste an dem, würde ich sagen, ist das Brot. Also ich muss sagen, für das, dass Erbil eigentlich so gut das Fleisch macht, hat der da null Geschmack. Der ist schon ein bisschen besser, aber... Überzeugt mich, ja? Da würde ich echt lieber Shawarma essen. Das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt, den Emre gesagt hat. Fleisch hier in Erbil. Super, super gut. Die können grillen, wir haben Fleisch gegessen. Das werdet ihr noch, oder das könnt ihr alles gerne auch bei Lukas abchecken. Das Einzige, was hier jetzt gerade wirklich einfach nur enttäuscht hat, ist nur das Fleisch. Du würdest auch sagen, mit dem Brot könnte man einen guten Döner hinbekommen. Ja. Genau, weil das Brot angenehm ist zu beißen, angenehm zu essen. Es hat jetzt auch alles ein bisschen negativ geklungen, ist es nicht. Sondern wir versuchen euch einfach nur die Experience klar zu präsentieren. So, das Fleisch ist einfach nicht 100% gewesen. Und ansonsten schmeckt es trotzdem. Aufgegessen wird es ganz klar. Aber irgendwie musste ich ihn trotzdem wegziehen. Ja, ich auch. Es ist auch ein Snackburger. Ja, schon sehr klein auch gewesen. Kurze Frage. Wie oft willst du noch Burger sagen? Habe ich Burger die ganze Zeit gesagt? Steal the things. Komm. Bye bye. So Freunde, im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich will nicht sagen, das Essen hat nicht geschmeckt oder so, aber wir sind natürlich heute hergekommen, um den Döner zu testen, um euch zu sagen, wie er war. Lukas hat den Teller komplett weggeputzt, wir haben aufgegessen. Also es soll nicht so rüberkommen, dass er jetzt komplett schlecht geschmeckt hat, aber für das, was wir schon gegessen haben, also alles in allem, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, diesen Laden zu empfehlen, wenn ihr hier in Erbil seid, nein. Jetzt, Freunde, nehme ich euch natürlich noch mit. Wir fahren zum Flughafen und fliegen von Erbil nach Bagdad. Es wird wahrscheinlich mit einer der interessantesten Trips, die wir jetzt vor uns haben. Wahrscheinlich der interessanteste. Ja. Also, ja. Egal in welcher Hinsicht. Es wird einfach nur krass werden. Freut euch auf die Videos. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr aus Bagdad sehen wollt. Und wir versuchen alles möglich zu machen. Und euch die coolsten Sachen dort zu zeigen. Die Kultur und natürlich das Essen. Peace.
close that thing. Make it aus, Mann. Natürlich muss ich sagen, ich habe jetzt hier 6250. Wie heißt das Geld nochmal? Nein, Dinar. Dinar bezahlt, das sind umgerechnet bisschen über 4 Euro, 4,10 Euro. Preislich, Maschine. Bitte fahren Sie uns zum Flughafen Erbil und lassen Sie die Uhr. Falls jemand von euch sich in Erbil auskennt oder so, kann er mir mal gerne unten in die Kommentare schreiben, für welche Funktion diese Gondel hat. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Danke fürs Einschalten. Das war ein kurzer Einblick oder sagen wir mal auch der letzte Einblick, den wir in Erbil hatten. Für alle anderen Einblicke, wie eine schöne große Foodtour, die wir für euch gedreht haben, oder eine Shawarma-Tour, checkt ihr natürlich gerne den lieben Lukas seinen Kanal ab. Und jetzt trennen sich hier unsere... Was lachst du da hinten so? Ich musste schon lachen bei deinem ersten... Bei meinem ersten Wort, Alter. Stutterin. Auf jeden Fall trennen sich jetzt hier unsere Wege. Emre, danke fürs Herfahren. Emre hat uns von Antep bis nach Erbil gefahren. Als nächstes sehen wir uns natürlich gemeinsam. Sehen wir uns nicht in Bagdad, aber als nächste Stadt... Videos aus, Digga. Scheiß auf. Peace. Ich muss euch leider verlassen.